Prinzessin Tanja, die dritte von Organisationstalent und Tanzmoment, und Prinz Christoph der Zweite von Bilderwelt und Fußballfeld regieren die narische Zunft in Mauern. Bevor dieses Geheimnis aber gelüftet wurde, durften die Faschingsfreunde einen langen, aber ebenso kurzweiligen Abend im alten Wirt verbringen. Präsidentin Laura Oberprieler und Präsident Jakob Felser führten durch das Programm. Und das war reichhaltig. Vorstellung von Senatoren und Elfern, Garde und Hofstaat. Mit das Spektakulärste war die Einlage der Tanzgruppe aus Geisenhausen mit dem Thema Tolle Mogai unter der Herrschaft ihrer Piratenfürsten. Dass es den ein oder anderen Sketch und Einlage gab, auch mit musikalischen Specials, versteht sich von selbst, bis schließlich das Prinzenpaar offiziell vorgestellt wurde und einen beeindruckenden Walzer aus Parkett legen durfte.